Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Astrid von Papieroase, euer kreativer Chaoskopf. Und heute habe ich mal wieder die Gelatos rausgeholt. Mit denen habe ich so lange nichts gemacht. Die musste ich ja unbedingt damals haben. Habe mir dann zwei solche Sets gekauft und ja, eigentlich relativ wenig damit gemacht. Weil, ja, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, man hat einfach so viele Medien auch. Man hat die Pulverfarben, man hat vielleicht Aquarellfarben, man hat Acrylfarben, man hat Pasten und Flaschen und. Und ich glaube, irgendwann kristallisiert sich auch so ein Lieblingsmedium raus, das man vielleicht hat. Ich musste die Gelatos damals unbedingt haben, weil ich ganz cool fand, was man damit machen kann. Aber ich sage immer, ganz ehrlich, sind gescheite Aquarellfarben, finde ich, reichen. Also mit denen kann man gerade im Bereich Art Journaling echt viel machen. Und da muss man nicht alles, was man sieht, immer haben. Aber ja, so sind wir Bastler halt. So, ich mache mir jetzt zuerst mal meinen Hintergrund und trage einfach ja, verschiedene Farbtöne auf, wo ich halt meine, das passt ganz gut. Und momentan passiert da nichts Großartiges. So, und dann kann man hergehen und kann eben Farbe wieder abnehmen mit einem feuchten Tuch. Und hat dann eben mit einer Schablone, wenn man das macht, dieses Muster drin. Ihr müsst aber unbedingt vorher die Seite, euer Papier mit Gesso vorbehandeln, damit das funktioniert. Wenn ihr das direkt auf Papier auftragt, Papier saugt ja auch immer die Farbe, dann nimmt eine Farbe auf und die dann nochmal wegzubekommen, ist halt, werdet ihr nicht dieses Ergebnis bekommen. Also vorher auf jeden Fall Gesso drunter oder Gesso. Ich sage es einmal so, einmal so. Und so habt ihr dann eben dieses Muster. Das ist halt das Coole an den Gelatos. Obwohl mich das hier jetzt gar nicht so stört, die Übergänge zu den einzelnen Farben trage ich trotzdem ein bisschen von dem Gesso auf. Das ist dieses Heavy Gesso. Man könnte jetzt auch eine Acrylfarbe hernehmen. Aber ich habe da ja einen 500 Gramm Topf und deswegen arbeite ich mit meinem Gesso. Und ja, damit kann man gut irgendwelche Übergänge immer ausblenden, verblenden. Wobei, wie gesagt, diesmal hätte mich das jetzt gar nicht gestört. Ja, und jetzt mache ich eigentlich so lang an der Seite rum und mache weiter mit Stempeln und eventuell nochmal die Gelatos mit Schablonen und so weiter, bis mir halt die Seite gefällt. Also da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Noch gefällt sie mir überhaupt nicht. Also das mit dem Gesso habe ich nicht so gemacht, wie ich es gern gehabt hätte. ich bin da auch komischerweise in diesem Verblenden. Das wird bei mir nie so, wie es bei anderen ausschaut, obwohl ich auch nichts anderes mache. Also mache das auch immer mit den Fingern. Aber komischerweise, keine Ahnung, jetzt habe ich schon teilweise die Produkte, die die Leute haben, aber es wird trotzdem nicht so. Der Effekt, eben das jetzt zu verblenden, die Übergänge von den Farben mit dem Gesso, ist jetzt eigentlich, finde ich, genau das Gegenteil geworden. Erst jetzt hebt man sie hervor, weil ich das eben nicht gescheit gemacht habe mit dem Verblenden. Und deswegen mache ich da jetzt noch mal ein bisschen weiter und trage da wieder Gesso auf und mache das Weiß eigentlich wieder weg, weil, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so schön. Ich habe auch, glaube ich, immer das Problem, obwohl ich das in den Videos oft predige, gerade wenn man im Mixed-Media-Bereich arbeitet, trägt man ja Lage für Lage, also man arbeitet ja so in Layern, also in Schichten. Und ich predige ja immer, habt keine Angst, irgendwelche Schichten wieder zu verdecken. Gerade auch wenn man Collagen macht oder so, kann durchaus mal sein, dass man von den Collagen gar nicht mehr viel sieht, dass nur hier und da mal ein Schnipsel rausschaut. Aber genau der Schnipsel macht es halt dann im letzten auch aus im Gesamtbild. Wie gesagt, ich predige das immer selber, aber ich tue mich da oft auch schwer, dass ich mir sage, ach, jetzt ist der Hintergrund so schön geworden, jetzt habe ich da so ein schönes Muster mit der Schablone gemacht, jetzt traue ich mich mit dem Gesso doch nicht so extrem reinzugehen, weil sonst verdecke ich ja alles wieder. Also eigentlich das, was ich immer von der Theorie her weiß und euch weitergebe, widerstrebt sich mir oft selber.
Aber die, die mich kennen, die wissen, egal welche Fehler und ja, Fehler in Anführungsstrichen jetzt beim Artjournaling, aber auch wenn ich früher oder mache ich ja immer noch Boxen, Alben, Verpackungen, was auch immer mache, wo man halt jetzt nicht so flexibel ist in seiner ganzen Gestaltung, sondern wenn da halt ein Fehler passiert, dann ist es halt meistens blöd, weil dann die ganzen Maße oder so nicht mehr stimmen. Aber auch das ist mir ja auch alles schon passiert. Und letzten Endes muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich glaube, ich habe noch nie ein Projekt weggeschmissen, sondern ich habe halt immer aus dem Missgeschick, das mir passiert, oder wenn ich eben mal was kreiere wie jetzt, was halt letzten Endes nicht, oder zumindest mir nicht gefällt, das ist für mich immer eine Herausforderung. Ich liebe das eigentlich, wenn es mal nicht so reibungslos läuft, weil dann muss ich meine kreativen Gehirnzellen einsetzen und mir halt was überlegen. Und ja, am Ende kommt immer was raus, wo ich sage, okay, es ist nicht jedes Projekt von mir, wo ich sage, oh, wow, das gefällt mir total gut. Aber es sind doch viele, wo ich selber ja, sagen kann, gefällt mir, mag ich, wird veröffentlicht. Ich habe auch, wenn ich so überlege, glaube ich, so gut wie keine Projekte, die jetzt hier liegen. Wie gesagt, wegschmeißen tue ich eh nichts, die nicht veröffentlicht sind. Also alles, was ich eigentlich gemacht habe, ist auch veröffentlicht. Also lasst es jetzt mal ein oder zwei sein, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern. Die Vögelchen, das sind übrigens Stempel, die ich mir halt. Das ist so ein Mixed-Media-Stempel und ich habe mir halt die Vögel da ausgeschnitten und die Papiere, das sind mit der Jelly Blade gemacht. Ja, und so muss ich sagen, gefällt mir die Seite eigentlich total gut. Diese weißen, ich nenne es jetzt mal Flecken, habe ich jetzt einfach noch mehr kaschiert und jetzt sticht es nicht mehr so heraus. Und jetzt gehe ich nochmal mit meinem schwarzen Woody um die Elemente rum, um da so ein bisschen einen Schatten zu erzeugen, so ein bisschen Tiefe zu erzeugen. Mache ich eigentlich immer, wenn ich solche Elemente aufklebe, damit sich die einfach auch so ein bisschen abheben. So, jetzt noch ein paar weiße Spritzerchen und ja, dann ist die Seite schon fertig. Aber die, die mich gut kennen, die wissen, eins fehlt noch und das ist ein Word-Art, irgendein Spruch. Und der rundet für mich immer so eine Art Journaling-Seite ab und der kommt jetzt noch drauf. Ja, und dann ist eigentlich die Seite soweit fertig. Und auch beim WordArt mache ich immer so einen Rahmen rum und da ging der Stift aber nicht gescheit auf dem Untergrund, auf dem Gelato. Und deswegen habe ich dann auch hier nochmal einfach den Woody genommen und bin da ein bisschen dicker rum. Ja, wie gesagt, das ging auf dem Gelato nicht gescheit mit diesem Stift. Ja, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle schon. Es ist jetzt nur noch dieses Umranden hier und dann ist die Seite fertig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und euch gefällt die Seite. Ich sage an der Stelle danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.